Darf man Freak zu dir sagen? Ja, sicher. Das ist keine Beleidigung. Na, ehrlich gesagt, so Freak, ich kenne so viele Freaks, die sich einfach durch enorm hohe Sympathiewerte auszeichnen, dass ich eigentlich da echt nichts Schlimmes dran finde. Vor allem, es stimmt ja. Ja. Ist ja nichts gelogen. Ein Kompliment in Wirklichkeit, ne? In dem Fall schon, ja. Mit meinem nächsten Gast hättest du, Schandmaul, nicht viel zu lachen. Bei Romy wäre Arnulf nämlich ein armer Ritter. Ist die Romy. Hallo, worum geht's? Ich bin dagegen. Hallo? Gegen alles, gegen jeden. Ich bin absolut dagegen. Kommst du vom Fasching, oder? Nein, im Fasching falle ich aber nicht auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du gehst im normalen Leben auch so? Jo, gern. Alleine aber? Na, kommt drauf an, meine Frau geht auch hin und wieder mit mir, wenn wir gemeinsam irgendwo hingehen. Als Burgfräulein? Na, die zieht sich normal an. Wie, so wie Romy? Die zieht sich normal an, so wie Romy? Nein, so nicht. Also... Das ist nicht normal. Ey, es ist schon normal, aber wir vermeiden die Farbe Pink. Warum? Jugendlich. Nein, ich habe das Problem, dass ich ein bisschen Probleme mit der Farbe Pink habe. So. Und ich habe da schon bei meiner Tochter, die braucht halt pinke Sachen, das reicht mir schon. Also es ist eine rein persönliche Sache. Ach so, du magst einfach Pink nicht. Genau. Ist nicht so, dass die Farbe Rose im Mittelalter nicht gegeben hätte? Nein, überhaupt nicht. Also es ist so, gerade im Mittelalter gab es witzigerweise sogar viel Pink. Mhm. Also jetzt, zumindest war es eine mögliche Farbe und die wurde auch gern genommen vom Adel. Aber es ist halt nicht meine Farbe. Aber Romy, das rote Cape, das er da hat, ist doch nett. Im Winter? Naja, unnatürlich. Ich lasse mir das einreden in Freizeit oder wenn ich beim Spielmannszug, wie du sagst, mitmache. Aber im normalen Leben, was arbeitest du? Was machst du? Was hast du gemacht? Ich bin Spielmann und Herold. Ich mache. Das ist eine Arbeit. Ja, das ist eine Arbeit. Also alle anderen, die jahrelang arbeiten, werden alle dumm. Wir müssten uns irgendwas ausdenken und dann so daherkommen wie du. Nein, eigentlich sind die Leute, die viele, viele Jahre arbeiten, gar nicht dumm. Aber ich arbeite ja auch schon einige Jahre. Du nennst das Arbeit? Schon mal Dudelsack gespielt, da kommt man ordentlich ins Schwitzen. Das ist körperliche Gott, Arbeit. Gott, im Himmel, da kannst du Dudelsack spielen. Ich kann es nicht, du kannst das. Ich kann es auch noch nicht, aber ich bin auf dem besten Wege dazu. Ach so. Was wolltest du, Arzt wolltest du werden? Ich habe mir das gut vorstellen können, dass ich auch mal Arzt werde, aber es hat sich halt anders ergeben. Ich glaube, du hast nur gelernt, dass das Blut rot ist, sonst hast du nichts gelernt. Glaube ich. Ja, ich weiß zumindest, dass es wegen Hämoglobin so rot ist. Du lebst ja deinen Kindern das vor, so deine Vorstellung, wie du als Spielmann durchs Leben gehst. Das lebst du deinen Kindern vor. Ja. Na servus, na, da kann was rauskommen. Du hast ja selber zwei Kinder, gell, ja, Romy? Dürfen ja. deine Kinder den Beruf von... Nein, nie im Leben. Die sind so erzogen worden, zu sagen, du hast Pflichten und Recht in deinem Leben. Richtig. Das habe ich auch meinen Kindern immer, auch meinem Enkel so gesagt. Ja? Ja. Was ist ja gescheit. Ja, aber Pflicht, eine Pflicht wäre, deinen Kindern was vorzuleben. Das machst du aber nicht. Doch, tue ich. Ja. Er ist ein Hausmann, er kann nähen, gut. Er kann selber Schuhe machen, gell? Das kann mein Mann auch, ja. Der kann alles. Das ist doch gut. Ja, das ist sehr gut. Was genau stört dich an seinem Lebensstil, Romy? Ist es... Vieles. Weil es nicht so der herkömmliche Beruf ist, dem man nachgeht? Ja. Findest du, er ist ein Sozialschmarotzer oder? Ja, das ist die andere Sache wieder. Was machst du, wenn du alt bist? So alt wie ich, dass du sagst, ich möchte jetzt eine Pension haben. Der Staat. Staat hilft, okay? Nein. Natürlich. Ich bin selbstständig und als solches zahle ich Pensionsvorsorge ein. Ja. Und habe dann noch zusätzlich... Ich bin ganz normal krankenversichert und habe noch zusätzlich im Moment zwei Vorsorgen laufen. Eben, falls die Pensionskassen wirklich leer sind, habe ich dann noch die privaten Vorsorgen. Weil man soll ja nicht ohne Vorsorge leben. Aber Romy, bist du da ein bisschen neugierig? Möchtest nicht bei einem Ritterfest einmal dabei sein, wo so richtig getanzt wird und getrunken und gesungen und die Knochen werden durch die Gegend geworfen und ich weiß ja nicht, was da alles passiert, ins Lagerfeuer geschmissen? Anzuschauen, einmal zu erleben, warum nicht?
Nee, vielleicht legst Blut und machst das dann auch nein, so wie Gottes er. Nein, Gottes Namen, ach Gott. Im Zelt lebst du? Nein, ich lebe in einer Wohnung, aber am Wochenende kann ich auch durchaus im Zelt leben. Ich habe ein 5 Meter großes Zelt, ein 6 Meter großes Zelt, das sogar 4,5 Meter hoch ist, 2,20 Meter beim Eingangsbereich, damit die ganze Familie bequem leben kann, mit breitem Bett, mit Regalen, mit Stühlen, Bänken, allen. Na, im Sommer lassen wir ganz schön, 14 Tage, kein Problem, ja. Nicht. Okay. Und jetzt bei dem Wetter, wenn es... Bei dem Wetter ist es so, dass ich die Familie daheim lasse und selber auf der Burg friere. Aber richtiger Ritter bist du auch keiner. Wie ich gehört habe, du hast trotzdem warmes Wasser, du benutzt den PC, du bist ein falscher Ritter, bist du. Ja, wenn du so... Naja, natürlich, natürlich. Ja. Ein richtiger Ritter, der lebt so... Na, kennst du an? Ja. Muss ich aber sagen, das wäre dann wieder unvernünftig und da würde ich meinen Kindern was Falsches vorleben. Und das lebst du auch nicht selbst. Also auf ein Ritterfest würdest du vielleicht noch gehen, weil es ein bisschen, weil es deine Neugierde ist.